Das 22. Heimat- und Schifferfest wartet seit Donnerstag auf seine Besucher. Vom 22. bis zum 25. August feiern die Roßlauer und ihre Gäste ihre Stadt. Und das gleich an zwei Standorten, nämlich einmal oberhalb auf dem Festgelände mit dem großen Festzelt und zum anderen unten direkt an der Elbe. Und dort findet am Samstag beispielsweise der Wassersporttag statt. Ab 10 Uhr finden unten an der Elbe, an Bootsanleger, an den Bootshäusern die verschiedensten Freizeitrennen statt. Drachenboot- und Zehnerkanadierrennen, Rennen der Ruderer. Dort haben sich Freizeitmannschaften gemeldet. Wir haben Anmeldungen vorliegen von Parteien, von Firmen, Vereinen oder auch Einzelgruppen. Das läuft also den ganzen Tag. Es gibt bunt gemischt mit Siegerehrungen, begleitet von einer jungen Truppe aus Dessau, die Percussion-Musik dazu bieten wird, passend, also auch zum Anfeuern dann natürlich bei den Rennen. Die Künstlergemeinschaft Rossel-Unart wird mit Basteleien, einem Bastelstand dabei sein. Es gibt Kaffeekuchen, Getränke, alles. Es ist einfach das große Thema Wasser. Und als Neuerung zum Wassersporttag hat die Feuerwehr sich das Spiel Ohne Grenzen einfallen lassen. Es wird also rundherum für die Mannschaften noch ganz lustige neue Spiele geben, die total verrückt sind. Man muss es einfach gesehen haben. Gleich zwei Feuerwerke, einmal am Freitag und einmal am Samstag, warten auf die Besucher. Auch wenn das vielleicht für manche Kinder viel zu spät ist, gibt es auch für die jüngsten Stadtbewohner auf dem Stadtfest viel zu entdecken. Freitag lädt der große Oma-Opa-Enkel-Nachmittag zum Tanzen bei Kaffee und Kuchen ein. Und auch sonst können die Knirpse den ganzen Tag auf dem Heimat- und Schifferfest verbringen. Also für die Kinder, das ganz Besondere beginnt beim Schifferfest immer schon am Freitag mit der großen Aktion Hinter die Kulissen geschaut. Ab 8 Uhr hier in Roßlau werden Vereine, Institutionen, Hilfseinrichtungen der gesamten Stadt ihre Technik offen halten und lassen die Kinder einsteigen, probieren, natürlich nicht fahren, aber einfach mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Kulissen schauen. Das ist immer ein sehr begehrter Tag. Es gibt dort auch eine Zaubershow im Festzelt, ein Essen, Fassbrause und so weiter. Natürlich die Kinderkirmes, die Fahrgeschäfte sind jedes Jahr eine Attraktion. Für die Kinder selber ist dann am Wassersporttag der Lampion-Umzug ein Highlight. Dort stehen die Kinder schon Schlange am Straßenrand, um sich dann endlich einreihen zu können in unseren verlängerten Lampionumzug, angeführt durch den Spielmannszug Blau-Weiß-Roßlau, begleitet durch die Feuerwehr, natürlich zur Absicherung. Aufgrund der gekürzten Fördermittel mussten sich die Organisatoren neue Wege der Finanzierung überlegen. So wird in diesem Jahr erstmals der Festbaden als Eintrittskarte für ausgewählte Veranstaltungen fungieren. Und ganz nebenbei hat der Button das ganze Jahr über Vorteile und Effekte. Bestimmte Händler gewähren möglicherweise Rabatte. Da sind wir noch dabei, das auszubauen. Silke und Dirk zum Beispiel haben ihr Musikfestival, was sie wieder während des Schifferfestes stattfinden lassen, genutzt, um die Button mitzuverkaufen. Wer also einen Button hat oder mitkauft, bekam dann Rabatt beim Kartenkauf für dieses Festival. Mehr Helfer als sonst haben sich bei der Organisation des Festes beteiligt. Alle ehrenamtlich und neben ihrem normalen Arbeitstag. Auch der traditionelle Festumzug am Sonntag wird wie gewohnt stattfinden und hoffentlich zahlreiche Schaulustige an den Straßenrand locken. Zum Schluss stellt sich nur eine Frage: Wie zum Festgelände kommen? Also zunächst mal die öffentlichen Verkehrsmittel, natürlich. Mit dem Zug sind Sie direkt am Festgelände. Vielleicht kann der ein oder andere mit dem Schiff anreisen. Wir haben einen Schiffsanleger, der ist also auch voll einsetzbar. Oder mit dem Pkw. Dann sind Parkplätze ausgeschildert im Schifferlatein, im Internet. Wir haben Möglichkeiten, eigentlich in sämtlichen Seitenstraßen ist das Parken erlaubt. Und ich denke, die Mitbürger sind auch alle recht freundlich. Ansonsten wäre das Fahrrad eine gute Idee, vielleicht auch den Elberadweg entlang zu radeln, um dann mal überzusetzen. Also ich denke, es gibt Möglichkeiten genug.